Meine Fresse, so viele behinderte Kinder, da will man sich doch gleich einen Strick nehmen und einfach mal so an der nächstbesten Brücke rumhängen. Heute geht's nicht um eine gesellschaftliche Minderheit, die es für nötig hält, staatliche Fördergelder zu kassieren, obwohl sie nichts dafür tun, sondern um Videospiele, deren Qualität noch unterirdischer ist als der Humor von RTL. Spiele, die in meinen Augen nicht einmal ein Existenzrecht haben. Spiele, deren Hype einfach vollkommen unbegründet ist, die nichts neu machen. Und Videospiele, die mehr Hollywood-Film sind als letztendliches Videospiel. Ohne Witz, diese Szenen hier stammen aus dem Trailer zu Killzone Shadowfall. Dem Trailer! Aber nicht nur so etwas kann ich bemängeln. Erinnert ihr euch noch an Destiny? Ich muss zugeben, ich hab's gekauft und... Es ist ein wahres Inzestkind der Videospielindustrie! Es mag vielleicht im ersten Moment nett aussehen und es spielt sich auch relativ gut. Unsere Aufgabe ist es, die Welt zu retten. Sehr überraschender Plot. Und um das zu erreichen, machen wir nichts anderes als Gegner töten und Knöpfe drücken. Außerdem hasse ich es, wenn Grafiker sich nicht einigen können. Wie ein Lensflare aussieht, liegt an der Kamera und nicht an der Lampe. Machen wir also lieber weiter mit einem anderen, mehr oder weniger schlechtem Spiel. Ja, ihr seht richtig, Dark Souls. Ich habe auch gegen dieses Spiel etwas zu sagen. Die wirklich harten Bosse und das Fehlen einer Ladefunktion machen das Spiel erstmal wirklich gut. Doch das ist alles nur Illusion. Kennt man das Angriffsmuster des Feindes, fällt es nicht besonders schwer, den Angriffen auszuweichen und seine eigenen Angriffe perfekt zu timen. Noch dazu versucht die autistische KI hin und wieder mal Flugstunden zu nehmen und wirft sich einfach von einer Klippe. Außerdem sind die Items begrenzt, was dazu führt, dass man sie lieber nicht benutzt, anstatt sie sinnlos für irgendwelche kleinen Kämpfe zu verschwenden. Oder in kurz, die Items sind nutzlos. Das Spiel Dark Souls und auch Dark Souls 2 bzw. Demon's Souls haben somit die intellektuelle Herausforderung von einem Sehtest. Viel mehr hätte ich jetzt auch eigentlich nicht auszusetzen. Machen wir einfach weiter mit Watch Dogs, der Inzestzüchtung von Ubisoft. Mit dem Video My True Next Gen Experience von Crow Bcat wäre eigentlich schon alles gesagt, was es zu diesem Spiel zu sagen gibt. Und ich könnte damit aufhören, mich mit diesem grottenschlechten GTA-Verschnitt auseinandersetzen zu müssen. Gebt euch das Video einfach, es sind weniger als 8 Minuten. Das Spiel bietet wirklich nichts, was wir nicht schon irgendwo mal gesehen hätten. Wir klauen zum Beispiel Autos, indem wir die Seitenscheibe von einem Auto einschlagen, wie in einem GTA. Oder wir hacken uns in die Zentralverriegelung, nachdem wir einen bestimmten Perk ausgewählt haben. Eigentlich eine gute Idee. Allerdings öffnen wir auf diese Weise sowohl alte als auch neue Fahrzeuge, was ein ziemlicher Immersionsbrecher ist. Dieses gut gemeint und nicht gekonnt Feature finden wir überall in diesem Spiel. Ausnahmslos jeder Bürger in Chicago wurde gehackt und beraubt. Und selbst die Polizei ist unser größter Stalker, denn sie erscheint nur, wenn wir ein Verbrechen begehen. Nicht aber andere. Noch dazu folgen wir einer strengen linearen Handlung, bei der wir nur eine einzige Entscheidung haben. Schleichen oder ballern. Und wo wir schon bei Ubisoft sind, auch im neuen Assassin's Creed Ableger finden wir keinerlei Erneuerungen, somit ist es nur ein einfacher Ableger der Serie. Deswegen verliere ich zu diesem schrecklichen Machwerk auch keinerlei weitere Worte und wir gehen direkt weiter zu einem anderen Spiel. Und zwar The Last of Us. Anders als in Uncharted haben wir in The Last of Us keine automatische Gesundheitsregeneration. Und das ist was Gutes. Warte, warum erwähne ich dann das Spiel hier? Ein normaler Film im Kino kostet 15 Euro und hat eine Laufzeit von 2 Stunden. The Last of Us hingegen kostet ganze 60 Euro. Dafür ist die Story dann aber auch 6 Stunden lang, was ungefähr 2 bis 3 Kinofilme entsprechen würde. Jedoch kaufe ich mir ein Spiel, weil ich es spielen möchte und nicht, weil ich stundenlange Ingame-Cutscenes verfolgen möchte. An den Kinokassen hätte The Last of Us durchaus mehr Potenzial gehabt als an den Reihen von Videospielregalen. Für euch weinerliche ADHS-Kenner habe ich eine Verlinkung zum The Last of Us Movie in die Beschreibung gepackt. Viel Spaß dabei! Videospiele verändern sich und das meist zum Schlechten. Die Grafik wird immer besser und das Gameplay wird immer schlechter. Gute Features werden entfernt, schlechte werden übernommen. So auch der Bloody Screen. Denn auch geistig zurückgebliebene Vollpfosten sollen an dem Spiel Spaß haben und ihr Geld dafür ausgeben. Firmen wie Ubisoft, Activision und EA haben gezeigt, dass man mit diesem geistigen Sprühschuss durchaus Kohle machen kann. Und leider werden sie das auch weiterhin tun. Ich werde mir nun auf verpixelte Medipacks und 240 Zeilen Auflösung einen runterholen.